Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Marius Wittig. Ich bin Ihr technischer Ansprechpartner bei der Firma ED33 und möchte Ihnen gerne in diesem Video einmal eine geschweißte Gärung vorstellen am Handlauf sowie einmal das flexible Gelenk. Kurz zur geschweißten Gärung. Also wir bieten diese geschweißte Gärung nicht bei jedem Modell an, weil es macht natürlich keinen Sinn, dass wir einen flexiblen Bausatz mit einer geschweißten Gärung verkaufen würden, weil er dann natürlich nicht mehr flexibel wäre. Also grundsätzlich alles, was flexibel ist und auch bleiben soll, verkaufen wir in der Regel mit diesem Gelenk. Wir haben nun mal hier zwei Musterhandläufe, habe ich extra angefertigt für dieses Video, also kurze Handläufe, damit ich es besser erklären und zeigen kann. Dieser Handlauf hier hat eine gewölbte, leicht gewölbte Endkappe und einen Wandflansch. Dieser Wandflansch ist nicht unbedingt notwendig, also man kann den Handlauf auch genauso gut dann hier mit einer Endkappe beziehen. Das ist zum Beispiel bei unserem Handlauf Treppeneingang oben gewinkelt, unten gewinkelt, oben und unten gewinkelt. Also da ist dieser Wandflansch zum Beispiel nicht dabei. Aber damit ich das einmal komplett zeigen kann, habe ich hier einen Handlauf mit Wandflansch und mit der Abdeckrosette auch. Wie man hier sieht, der Wandflansch wird komplett angeschweißt in der Regel bei unseren Standardmodellen und mit Abdeckrosette geliefert. Die Schweißung geht einmal komplett außen rum, wird anschließend noch gebeizt, damit die Anlauffarben auch weg sind vom Schweißen. Und so sieht es dann aus, wenn die Abdeckrosette drüber steht. Befestigt wird der Wandflansch mit drei Schrauben, aber wie schon erwähnt, dieser Wandflansch ist kein Muss. Ich wollte eigentlich auf die geschweißte Gärung raus. Die geschweißte Gärung wird, der Winkel wird anhand ihrer Angabe berechnet, das heißt die Stufenhöhe und Stufentiefe. Und daraus berechnet sich dann der Steigungswinkel ihrer Treppe bzw. der Winkel für den Handlauf. Geschweißt, einmal umlaufend und anschließend gebeizt und geschliffen, damit das Ganze wieder schön und homogen dann aussieht. Das Gelenk habe ich hier, sieht so aus. Lässt sich also einstellen, also für unsere gerade flexiblen Bausätze, aber auch alle anderen Produkte, wo irgendwie eine Steigung oder ein Knick im Handlauf drin vorkommt, lässt sich mit dem geschweißten Gelenk kaufen, die Standardprodukte. Hier sieht man also auch, das Gelenk wird geschweißt, damit es höchstmögliche Stabilität erreicht. Und auch hier wieder nur ein Musterhandlauf, dieses Mal mit einer Kugelform-Endkappe. Hier das Gelenk, von der Seite sieht das Ganze so aus. Wieder zurück. Hier sieht man die Schraube, eine M8-Schraube. Am Ende wieder genau das gleiche. Ein Wandflansch, angeschweißt. Aber auch dieser Wandflansch, wie gesagt, ist kein Muss. Genauso gut könnte hier auch die gleiche Endkappe wie hier auch hier hinten drin sein. Zum Einstellen des Gelenks geht das Ganze dann mit einem normalen Überschlüssel. Einfach die Schraube hier öffnen. Dann lässt sich das Ganze dementsprechend drehen. Und wenn man die Schraube nun wieder zumacht, lässt sich da auch nichts mehr bewegen. Nochmal kurz eine Nahaufnahme, damit Sie das Ganze erkennen, wie das funktioniert. So sieht es aus. Und so auf der anderen Seite. Und das war's schon. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich freue mich bis zum nächsten Video. Auf Wiedersehen.